Im 19. Jahrhundert war das russische Zarenreich ein beliebtes Auswanderungsziel für viele Schweizer. Ganze Heerscharen von Bauern, Käser oder Köchen sind Richtung Osten gezogen. Auch heute könnte man im Osten wieder sein Glück versuchen. Aber es sind verhältnismäßig wenig Schweizer, die probieren, im Wilden Osten eine neue Existenz aufzubauen. Zwei von denen hat Helene Stähli 1998 in ihrem Dokumentarfilm «Liebesgrüße aus St. Petersburg» porträtiert. Zwei junge Schweizer Männer, die in der Stadt Adeneva eine Karriere gesucht und dabei die Liebe gefunden haben. Es waren einmal zwei junge Männer aus der Schweiz, die zogen es in den Wilden Osten, nach St. Petersburg in Russland. Sie suchten das Abenteuer, sie suchten Arbeit und Erfolg. Und sie fanden die Liebe. Walter Denz lebt mit Natascha zusammen in St. Petersburg, dem Venedig des Ostens, wo Paläste und Kirchen so zahlreich sind wie anderswo Tramstationen oder Busdepots. Chris Baumanns russische Liebe heißt Svetlana und ist Ingenieurin von Beruf. Die beiden bereiten gerade ihr Hochzeitsfest vor, damals vor zwei Jahren. I guess so. Maybe we can ask Luba to bring her to... Walter Denz hat eine Sprachschule aufgebaut, die größte in St. Petersburg. Hier lernen Ausländer Russisch und Russen Englisch, Deutsch oder Französisch. Eine Marktlücke im postsowjetischen Russland, wo es früher keinerlei Privatschulen gab. In seiner Firma, dem ersten und größten Partyservice in St. Petersburg, beschäftigt Chris Baumann über 30 Leute. In den Palästen der Stadt an der Neva richtet er elegante Diners und glanzvolle gesellschaftliche Ereignisse aus. Auch er hatte seine Marktlücke gefunden. Eine Erfolgsgeschichte wie aus einem russischen Märchen und eine Wirtschaftsgeschichte gekrönt von persönlichem Glück. Als Chris und Svetlana vor zwei Jahren heirateten, da hing der Himmel voller Hoffnungen. Wir arbeiten hier, wir leben hier. Aber unter dem Strich gefällt es uns sehr gut hier. Ich hoffe, dass wir noch sehr lange in Russland arbeiten, leben und dass es uns hier gefällt. Weil in Russland alles etwas schneller geht und dort in zwei Jahren so viel passiert wie bei uns in 10, hat sich der Christoph Müller kundig gemacht, um herauszufinden, was denn aus diesen beiden Helden geworden ist. Und siehe da, die Überraschungen sind nicht ausgeblieben. Kein reicher Onkel aus Amerika, sondern ein geschlagener Hund aus Russland. Chris Baumann ist wieder zurück in Bern. Seit zwei Jahren lebt er mit seiner russischen Frau Svetlana und der anderthalbjährigen Michelle in einer bescheidenen Zweizimmerwohnung im Mattequartier. Aus der Traum von der Unternehmerkarriere in Russland. Herr Baumann, warum sind Sie zurückgekommen in die Schweiz? Gut, zwei Gründe. Einer war natürlich, meine Tochter ist geboren. Wir sind vor der Geburt in die Schweiz gekommen, für das Spital, mit der Frau. Und, das andere war dann in diesem Herbst war natürlich auch Krise. Also es hat sich gerade so überschnitten. Das eine war keine Krise, es war eine Freude, und das andere war Krise, dann die Wirtschaftskrise. Chris Baumann ist mit Schulden aus Russland zurückgekommen. Nach der Rubelkrise kriselte auch seine Firma und er verlor sie schließlich unter dubiosen Umständen. Jetzt wollen er und seine Frau Svetlana in Bern nochmals ganz von vorne beginnen. Zurück in St. Petersburg. Hier treffen wir einen Walter Denz im Glück. Geschäft und Privatleben laufen, wie er es sich nur erträumen konnte. Er hat seine Firma in St. Petersburg ausgebaut und sein Glück mit Natascha scheint dauerhaft. Er und seine Frau gehören schon fast zur lokalen Prominenz. Ihre Hochzeit wurde im St. Petersburger Lokalfernsehen gezeigt.
Walter und Natascha haben eine eigene Wohnung an bester Lage gekauft. Es geht vorwärts, zu Hause wie auch sonst. Russland allgemein ist nicht das Land, wo man gerne hingeht. Es hat nicht, es weckt nicht die gleiche Gefühle wie wir sagen, Australien oder Südamerika. Aber ich glaube, das wird sich ändern, weil die gekommen sind, die bleiben, denen gefällt das wahnsinnig. So wie Walter, der sich durch den mühsamen russischen Alltag kämpft und seine Geschäfte weiter ausbaut. Im Moment bringt er seine Sprachschule aufs Internet und ist, nebenbei gewissermaßen, zum Tourismusunternehmer geworden. Für ihn ist Russland ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ich glaube, wenn man ein jüngerer Typ, der eine gute Idee hat, ein bisschen Durchsetzungsvermögen und keine Angst hat, eingesetztes Kapital zu verlieren, für den ist das ein super Spielplatz. Sie haben es nie bereut? Absolut nicht. Nein, es läuft jedes Jahr besser. Ganz anders bei Chris. In der Postverwaltung in Bern hat er einen Job gefunden. Nebenkostenerfassung der Poststellen. Subaltern, bescheiden. Vergessen die superben Diners und die eleganten Abendgesellschaften in Russland. Die Fünfgangmenüs mit Streichquartett. Seine Firma in Russland gehört heute anderen. Haben Sie jemals Geld bekommen für die Firma? Also geredet darüber ist worden, dass ich es bekommen sollte, aber durch das mit der Finanzkrise und alles hat man das natürlich nach oben gespielt, der Wert der Firma. Und ich habe bis heute nie etwas bekommen. Seine Catering-Firma in Russland wurde ihm ganz einfach weggenommen. Und das kam so. Eines Tages fand Chris in seinen Geschäftsräumlichkeiten in St. Petersburg ausgewechselte Schlösser vor. Es meldeten sich sogenannte Investoren bei ihm, die ihm nachdrücklich vorschlugen, seine Firma an sie zu verkaufen. So nachdrücklich, dass Chris schleunigst unterschrieb. Es wurde zwar ein Kaufpreis abgemacht, nur eben bezahlt wurde dieser nie. Die Angestellten von Chris hatten sich mit den Geldgebern von außen gegen ihn, Chris, verbündet. Auch wir sind nicht willkommen in der Firma, die einmal Chris gehörte. Wir kommen gerade bis ins Vorzimmer, dürfen dort ein bisschen warten und lassen uns ein wenig abspeisen. Später dürfen wir einen kurzen Blick in Richtung Küche werfen und werden dann wieder hinaus komplimentiert. Nein, man habe kein Interesse an Publizität. Aber klar ist, dass der absolute Albtraum natürlich von jedem Unternehmer, der anfängt, dass er im Prinzip von seinen eigenen Leuten mit Hilfe von außen auf die Art kann, auf Deutsch gesagt, versäckelt werden. Das Schlimmste, was einem passieren kann. Wäre das möglich, dass Sie vor Gericht könnten kämpfen um die Firma? Ja, das wäre sinnlos. Also das hat, ja, es hat genug Fälle gegeben vor mir, viel grössere Fälle, also grosse internationale Firma, die das gemacht hat. Und ich habe das Gefühl nicht, dass ich es müsste probieren. Das ist ziemlich sinnlos. Dann. Haben Sie denn mal Geld bekommen? Das war abgemacht gewesen, aber das ist an und für sich nichts Erstaunliches für denen, dass die etwas aufbauen, dass sie mit leeren Händen ausgehen. Also es ist nichts übergekommen von dem. Manchmal denkt Chris zurück an St. Petersburg und es überkommt ihn eine seltsame Wehmut. Heimweh nach dem Thrill der schweren Zeit im armen, reichen Russland. Am Anfang hatte ich das Gefühl, es ist ein recht armes Land. Also, wir sind von der Schweiz gekommen, wir sind reich hier und es ist ein armes Land. Und ich musste sehr schnell feststellen, dass das arme Land eigentlich recht reiche Leute hat. Also, ihre Art, wie sie sind, geistigen und alles sind reiche Leute. Und bin mir dann auch sehr schnell selber arm vorgekommen, neben ihnen. So leben sie denn in Bern, Michel, Svetlana und Chris, Postangestellter. Eine ganz normale schweizerische Kleinfamilie.